Leben mit HIV – anders als du denkst. Ein Projekt der AIDS-Hilfe Krefeld e.V. Das ist Tom. Er hat sich mit HIV infiziert. Tom kann aber keine andere Person mit dem Virus anstecken, denn er nimmt Medikamente. Egal ob im Beruf, seiner Freizeit oder Sexualität, Tom kann ein normales Leben führen wie alle anderen Menschen auch. Dennoch erfährt Tom in seinem Alltag immer wieder Diskriminierung in Form von Zurückweisung und Ausgrenzung. Tom weiß, dass einige Menschen immer noch Vorurteile, Ängste und Unsicherheiten im Umgang mit HIV haben. Viele Menschen wissen nämlich nicht, dass sich das Leben mit HIV durch den Fortschritt der Medizin verändert hat. Aber wie genau ist das möglich? Die regelmäßige Einnahme von Medikamenten sorgt dafür, dass sich HIV nicht mehr im Körper vermehren und das Immunsystem schädigen kann. Das verhindert den Ausbruch von AIDS. Die Medikamente funktionieren so gut, dass Viren, zum Beispiel im Blut, nicht mehr nachweisbar sind. Und was genau bedeutet das für Tom? Tom lässt sich alle 3 Monate ärztlich untersuchen. Die Medikamente ermöglichen ihm ein gutes Leben mit HIV. Tom ist erleichtert. Es besteht kein Risiko, jemand anderen beim Sex anzustecken. Übrigens, auch Übertragungen über Blut oder von einer Mutter auf ihr Kind werden so verhindert. Für Paare bedeutet das, dass sie auf natürlichem Weg Eltern werden und Kinder bekommen können. Wichtig, im Alltag kann HIV sowieso nicht übertragen werden, egal ob im beruflichen Umgang miteinander, in der Freizeit oder beim Sport. Tom wünscht sich, dass mehr Menschen davon erfahren. Sag es deinen Freunden, deiner Familie oder teile dieses Video über Social Media. Mit Unterstützung von der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. und der Sparkasse Krefeld.